Zwei Wettbewerbe haben wir noch für Sie und es ist Nebel eingezogen. Das bedeutet ziemlich hohe Luftfeuchtigkeit und das wird sich natürlich auf einer Außenbahn gleich wesentlich auswirken. Hier bei diesen letzten beiden Wettbewerben Massenstartläufe bei den Damen und dann noch einmal bei den Herren. Gleiche Spielregeln, wie wir das sonst auch immer kennen. 16 Runden werden gelaufen. Es gibt unterwegs 3 Zwischensprints, bei denen man Punkte gewinnen kann. Aber am Ende winkt das ganz große Ding und das ist dann auch am wichtigsten. Richtig, also wer am Ende auf Platz 1, 2 und 3 übers Ziel läuft im Finish, der belegt dann auch dementsprechend diese Plätze. Das heißt also, die Zwischensprints sind eigentlich für die Leute interessant, die sich keine richtigen Chancen aufs Podium ausrechnen. Die werden dort zwischendrin versuchen, möglichst viele Punkte abzugreifen, um dann eben die Plätze 4, 5 oder 6 abzukassieren. Und die anderen, die sich sicher sind, dass sie im Endsprint schnell genug sind, um aufs Podium zu kommen, die werden sich da auch dementsprechend bei den Zwischensprints zurückhalten, um möglichst viele Kräfte zu schonen. Es sind hier 11 Sportler am Start, sodass das Renntempo ein bisschen verhaltener sein wird, als wenn es halt 20 zum Beispiel am Start wären. Von daher werden wir sehen, das wird ein sehr, sehr taktisch geprägtes Rennen werden. Wir haben hier 3 Niederländerinnen dabei und wenn wir gerade über die Taktik sprechen, haben wir das in den letzten Jahren, werden wir jetzt leider so nicht mehr erleben, weil Mariska Heusmann ihre Karriere zumindest mal auf den Bahnen beendet hat. Sie ist ja immer noch im Marathonbereich unterwegs. Aber Mariska Heusmann und Irene Schouten, das waren aus niederländischer Sicht immer die beiden, die gut zusammengearbeitet haben. Da hatte man gemerkt, Heusmann war meistens immer an der Seite von Schouten, hat aufgepasst, dass die anderen keinen Blödsinn gemacht haben. Also das sind auch immer alles diese taktischen Spielchen. Manchmal interessanterweise haben wir das schon erlebt, auch internationale Kooperationen. Martina Sablikova und Claudia Pechstein, die konnten auch immer ganz gut miteinander arbeiten. Ja, das ist richtig. Also wenn man die Möglichkeit hat, eben auch einen Sportler abzustellen, um die Rennsituation zu kontrollieren, und das hat Mariska oftmals für Irene Schouten erledigt oder auch manchmal umgedreht, je nachdem wie die Rennsituation dann vor Ort war, dann ist das natürlich ein sehr, sehr gutes taktisches Element, weil man einfach bestimmte Situationen verhindern kann, wie Ausreißversuche und so weiter, wo man selber, wenn man alleine im Feld ist, sich immer sehr, sehr gut überlegen muss, ob man dann dort dementsprechend hinterherläuft oder ob man eventuell hofft einfach, dass andere für einen die Arbeit tun. Nachführarbeit bei einem Ausreißversuch zu machen ist eben sehr, sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr ineffektiv für denjenigen, der es tut, und sehr, sehr entspannt eigentlich für die Leute, die dann eben im Windschatten die Arbeit machen lassen. Du hast in deinem Leben ganz bestimmt mehr Massenstartrennen als ich gesehen. Mir kommt das hier extrem bummelig vor. Ach, es geht eigentlich. Also es gab schon Schlimmeres. Wir hören jetzt gerade die Glocke zur ersten Sprintrunde. Also es wird jetzt auch sehr schnell irgendjemand geben, der Interesse daran hat, diese Punkte zu bekommen. Meistens beginnt das so im Ausgang der vorletzten Kurve. Dann wird einer den Sprint eröffnen. Oh, oder auch nicht. Also man kann da auch relativ gemütlich dran laufen. Man sieht halt, dass viele jetzt sich darauf konzentrieren, auch auf den Endsprint zu gehen und dort eben noch nicht so viele Kräfte zu verschleißen. Also das ist der langsamste Zwischensprint, den ich bislang gesehen habe, muss ich ehrlicherweise zugeben. So, und hier unten wird jetzt gleich Stich gezogen. Dann geht es natürlich weiter und ich kann Ihnen sagen, Giulia Lollobrigida holt sich diese 5 Punkte vor Linda Bortolotti aus Italien und Willemijn Knossen aus den Niederlanden. Das sehen Sie jetzt hier auch eingeblendet und es ist gleich durch diesen Sprint ein bisschen mehr Zug in diese ganze Geschichte reingekommen. Jetzt ist Schluss mit der Bummelei. Ja, das ist immer ein sehr, sehr gutes taktisches Element. Man lässt die anderen sprinten. Die kommen meistens dann hoch, weil sie denken, okay, Endsprint ist gegessen. Und dann eben diesen Moment dieser Passivität zu nutzen, um selber anzugreifen, ist eigentlich sehr, sehr clever, weil alle anderen gehen hoch, man kommt mit Schwung vorbei. Und jetzt ist gerade die Phase, wo sie sich nicht einig sind, wer führt denn jetzt nach? Das ist halt sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr anstrengend. Der nachführt, ist eigentlich aus dem Rennen raus in dem Moment.
Und von daher war das ein sehr, sehr cleverer Schachzug von der Holländerin, genau in diesem Moment zu gehen. Ja, das ist Willemijn Knossen, stammt aus der Region Nordholland. Die sind in Utrecht da auch auf dem Eis unterwegs. Die hat hier auch zwei Medaillen zu diesem Zeitpunkt schon gewonnen gehabt. Einmal Bronze über die 3000 Meter und dann in der Teamverfolgung, da gab es die Silbermedaille. Und sie hat sich jetzt hier ganz alleine vom Feld gelöst. Ja, und scheinbar funktioniert es auch. Der Weg ist allerdings noch sehr, sehr weit. Also sie hat 12 Runden vor Schluss angegriffen. Das ist also dann mal noch ein guter 5000 Meter Lauf, den sie da machen muss. Hat jetzt allerdings schon fast 100 Meter Vorsprung und hat eben auch zwei Holländerinnen noch mit im Feld, die im Zweifel, wenn sie alle gut eingestellt sind vom Trainer, eben die Nachführarbeit ein bisschen verzögern, auch ein bisschen im Feld einfach das Tempo verschleppen können. Und das kann sehr, sehr effektiv sein, sodass das eventuell schon der entscheidende Angriff gewesen sein könnte. So, sie ist ja jetzt hier auch gleich bei dem zweiten Zwischensprint angekommen. Das heißt, wir notieren weitere 5 Punkte für sie, nachdem sie einen Zähler bereits gewonnen hatte. Damit kommt sie auf 6. Die nächsten Punkte gehen an Linda Bortolotti. Kommt die auch auf 6 Punkte. Und Jessica Merkens aus den Niederlanden, die ihren ersten Punkt holt. Ja, und man sieht das ganz genau. Jetzt die Holländerin, die haben kein Interesse, das Tempo hochzuhalten. Die Italienerin hatte jetzt nur versucht, diese Punkte noch zu bekommen. Und jetzt verschleppen die Holländer wieder das Tempo. Und Knossen kann hier im Prinzip relativ einfach den Abstand halten. Versucht jetzt auch nicht massiv hohes Tempo zu gehen, sondern man sieht, die beiden vorne kontrollieren das Feld. Die anderen lassen sich da so ein bisschen auch foppen von denen. Und das ist natürlich eine super Situation für die Holländer jetzt in dem Moment. Also wenn diese Situation so bleibt, dann wird sie relativ sicher ihren Weg gehen. Jetzt hat sie noch 6 Runden zu laufen, also wird sie da dann auch wahrscheinlich als erstes ins Ziel kommen. Es sei denn, es passiert hinten nochmal ein massiver Angriff. Na, jetzt kommt aber auch nochmal Bewegung rein. Katarzyna Wozniak hat angegriffen, die Polin. Ich habe vorhin schon über sie gesprochen. Den ersten Tag hat sie noch ausgelassen, ist dann aber hier angereist und hat dann die Medaillen gewonnen, die dann da folgten an dem Freitag und auch am Samstag. Und Wozniak, die war ja nun schon bei den Olympischen Spielen in Vancouver und auch in Sochi dabei. Ja, sie ist ja eigentlich nominell hier auch die Stärkste, also von daher musste sie auch jetzt mal irgendwo die Initiative ergreifen. Wir haben jetzt noch 5 Runden zu laufen. Man sieht, die anderen sind jetzt ungefähr 80 Meter hinter Knossen und versuchen jetzt da auch ranzukommen. Aber man sieht eben auch, Wozniak braucht sich jetzt dafür auf. Die anderen beiden Holländer sitzen da im Windschatten relativ entspannt drin. Also es kann durchaus eben doch sein, dass das dann eben dazu führt, dass sie so geschwächt wird, die Polin, dass sie am Endsprint dann eben nicht mehr fit genug ist, um wirklich den entscheidenden Punch zu haben. So, die Niederländerin blickt sich um, hat aber noch genügend Vorsprung, um sich 5 weitere Punkte gut schreiben zu lassen. Wozniak an der zweiten Position, das gibt dann 3 Zähler. Und die Aufpasserinnen aus den Niederlanden, sie sind auch noch mit dabei. Merkens 1 Punkt und Annemarie Buhr, das ist die dritte Niederländerin. Und jetzt eben durch diese Tempoverschärfung ist hier kurz vor knapp der Zusammenschluss passiert. Aber es geht gleich flott weiter und Sie sehen das auch, Knossen, die ist blitzeblau. Und ich wollte gerade sagen, wenn sie clever sind, die Holländer, dann setzen sie jetzt gleich die Attacke, weil Wozniak eben viel Kraft gelassen hat, um nachzuführen, wollte sich jetzt ausruhen und man kommt von hinten mit Schwung und führt sie jetzt wieder in diese Versuchung nachzuführen zu müssen und wieder eben ja, Energie aufbringen zu müssen, um wieder ranzuführen. Normalerweise müsste jetzt sofort wieder die andere Holländerin gehen. Dann wäre es taktisch sehr, sehr klug. Und dann wäre sie auch, glaube ich, durch. Man sieht, die sind alle richtig kaputt. Und da kann man in der Situation, wenn man da jetzt den richtigen Punch setzt, dann hat man eigentlich auch gewonnen. Ja, es wird immer wieder, wird sich auch umgedreht. Was macht die Konkurrenz? Wo ist die Konkurrenz? Jetzt hier eben mit der Nummer 4 vorne mittlerweile Annemarie Buhr. Direkt dahinter 2 Russinnen, Olesya Tscherneger und Anna Pristalova.
die haben es eigentlich sehr, sehr clever gemacht. Die sind nicht im Windschatten und ohne irgendwelche Führungsarbeiten hier bislang durchgekommen. Jetzt sind noch anderthalb Runden zu laufen. Die müssten eigentlich von allen Vieren bzw. Fünfen jetzt hier am frischesten sein. Und da bin ich jetzt erstmal gespannt, wer jetzt dann den meisten Saft auf der letzten Runde noch hat. So, wir haben es gesagt, die 7 Punkte, die gibt es dann ganz am Ende zu gewinnen. Und da ja Wellermann Knossen unterwegs nur 11 Punkte geholt hat, das würde sowieso maximal bei 15 Zählern sowieso mit einer Medaille hinten und vorne alleine nur durch die Zwischensprints nicht funktionieren. Und deswegen ist jetzt ganz wichtig, was jetzt hier am Ende passiert. Annemarie Buhr, die führt die ganze Geschichte immer noch an und reißt jetzt auch die Lücke zu den beiden Rossinen dahinter. Dann jetzt Wozniak, die sich an die dritte Position setzt. So ganz gibt die Pauline nicht auf. Annemarie Buhr zieht das hier aber durch und damit, du hast es gesagt, haben sich die Niederländer clever verhalten. Annemarie Buhr gewinnt den Wettbewerb. Olesya Schernega aus Russland an der zweiten Position und Jessica Merkens, die holt sich noch 20 Punkte, hatte unterwegs schon 2 gewonnen, macht 22 und das ist die Bronzemedaille. Ja, wirklich sehr, sehr clever gelaufen von den Holländern, auch die Masse eben genutzt und Buhr war letztlich diejenige, die am wenigsten Führungsarbeit und auch Nachführarbeit geleistet hat und die haben die nominell stärkste mit Wozniak da wirklich kaputt gespielt. So ist er halt am Ende dann wirklich auch nur Vierte geworden. Also das war wirklich ein sehr, sehr schlaues Rennen und da muss man wirklich sagen, Wozniak im Ziellauf, der zwar noch Vierte, da kommt die Holländerin noch davor, die zwischendrin so viele Punkte geholt hat, die Knossen, und von daher wird dann Wozniak wahrscheinlich Fünfte oder Sechste werden in der Berechnung für den Masterstart. Übrigens, wo wir gerade über Wozniak gesprochen haben, die hat dann im nächsten Jahr Heimspiel, denn die Europameisterschaften, die nächsten, die werden in Polen ausgetragen. Wenn auch in Polen nicht alles so rund gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hatte, da musste man dann auch nochmal den Standort der Europameisterschaften verlagern innerhalb Polens, weil man da nämlich mit dem Bau der Halle, da hat es Probleme an der Dachkonstruktion, nicht fertig geworden ist. Bis heute nicht. Und das wird man sehr wahrscheinlich auch bis 2017 so schnell nicht in den Griff bekommen. Ja, das ist natürlich schade. Man hat ja wirklich gehofft, dass man die Sachen in Warschau dann oder die Europameisterschaft in Warschau durchziehen kann. Aber am Ende muss man sagen, ist man natürlich trotzdem froh, wenn die Halle dann in Warschau irgendwann steht. Von daher, ob das jetzt nun ein Jahr früher oder später ist, ist dann ja auch relativ egal. Wir kennen das ja vom Berliner Flughafen, der wird ja auch irgendwann fertig. Von daher sind dann auch einfach nur froh, wenn er dann irgendwann mal eröffnet wird. Also von daher, ich habe da vollstes Verständnis. Apropos in den Niederlanden, wenn wir hier noch einmal Buhr jubeln sehen, da hat es ja nun auch ausführlichste Arbeiten gegeben. Da aber keine Bauverzögerung bzw. Renovierungsverzögerungen am Eisschnelllauf-Tempel schlechthin, der TIAF in Heerenveen. Ja, und der ist ja nächste Woche noch dann Austragungsort von dem Weltcup-Finale. So, also die Niederländerinnen holen hier noch einmal 2 Medaillen, gleich noch der Massenstartwettbewerb der Herren. Follow the World University Championships. FISU, today's stars, tomorrow's leaders.